Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von unserem Gott, der die Quelle unseres Lebens und unser fester Halt ist, sei mit euch. Und mit deinem Geist. Wer von uns hätte sich das vor kurzem noch gedacht, dass alles, was wir jetzt erleben, unser Leben ist derzeit in einem Ausnahmezustand. In dieser außergewöhnlichen, schwierigen Situation sind wir jetzt versammelt, liebe Zuseherinnen und Zuseher, liebe Schwestern und Brüder. Versammelt als große Versammlung. Sie zu Hause oder wo immer Sie gerade sind und wir hier in dieser Kirche. Vor 300 Jahren ist dieses Gotteshaus hier als Spitalskirche errichtet worden und errichtet an frühere, katastrophale Seuchen, die unser Land und die Menschen hier heimgesucht haben. Vieles in diesem Raum an Darstellung bekommt plötzlich aktuellen Bezug. In diesem Haus werden nun künftige Priester ausgebildet für Wien, für das Burgenland und für Niederösterreich. In dieser Kirche haben Menschen seit jeher gemerkt und gespürt, es ist gut und tut gut, alles, was uns beschäftigt, was uns belastet und bewegt, Gott zu übergeben. Und das tun wir jetzt gemeinsam. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Denn wir haben vor dir gesündigt. Erweise, Herr, uns deine Huld. Und schenke uns dein Heil. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Thank you.
Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du bist der Quell des Erbarmens und der Güte. Wir stehen als Sünder vor dir und unser Gewissen klagt uns an. Sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden durch Fasten, Gebet und Werke der Liebe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen dürstete das Volk nach Wasser und murrte gegen Mose. Sie sagten: Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt, um mich und meine Söhne und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Mose schrie zum Herrn: Was soll ich mit diesem Volk anfangen? Es fehlt nur wenig und sie steinigen mich. Der Herr antwortete Mose: Geh am Volk vorbei und nimm einige von den Ältesten Israels mit. Nimm auch den Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, und geh. Siehe, dort drüben auf dem Felsen am Horeb werde ich vor dir stehen. Dann schlag an den Felsen. Es wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Das tat Mose vor den Augen der Ältesten Israels. Den Ort nannte er Massa und Meriba, Probe und Streit, weil die Israeliten gehadert und den Herrn auf die Probe gestellt hatten, indem sie sagten: Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Wort des lebendigen Gottes. Amen. Auf die Stimme des Herrn, verschließt ihm nicht das Herz. Hört auf die Stimme des Herrn, verschließt ihm nicht das Herz. Kommt, lasst uns jubeln vor dem Herrn und zujauchzen dem Fels unseres Heiles. Lasst uns mit Lob seinem Angesicht nahen, vor ihm jauchzen mit Liedern. Hört auf die Stimme des Herrn, verschließt ihm nicht das Herz. Kommt, lasst uns niederfallen, uns vor ihm verneigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer, denn er ist unser Gott, wir sind das Volk seiner Weide, die Herde von seiner Hand geführt. Ach, würdet ihr doch heute auf seine Stimme hören, verhärtet euer Herz nicht wie in Meriba, wie in der Wüste am Tag von Massa. Dort haben eure Väter mich versucht, sie haben mich auf die Probe gestellt, und hatten doch mein Tun gesehen. Hört auf die Stimme des Herrn, verschließt ihm nicht das Herz.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, gerecht gemacht aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch im Glauben den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, für die zu dieser Zeit noch Gottlosen gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit kam Jesus zu einer Stadt in Samarien, die Sichar hieß, und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um etwas zu trinken bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also dieses lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Die Frau sagte zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr:
Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt, und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Da sagte die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, der mit dir spricht. Aus jener Stadt kamen viele Samariter zum Glauben an Jesus. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn, aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie: Nicht mehr aufgrund deiner Rede glauben wir, denn wir haben selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, liebe Schwestern und Brüder, bis vor kurzem war alles ganz anders, normal eben. Wir haben uns mit Handschlag begrüßt, wir durften und konnten uns ungehindert bewegen, wir konnten reisen im In- und Ausland. Wir sind unseren beruflichen Tätigkeiten nachgekommen, jeden Tag, haben uns mit Familienangehörigen und Freunden getroffen, einander besucht und uns versammelt. Das private und das öffentliche Leben lief für viele von uns eben ganz normal und planbar, Tag für Tag. Das meiste in unserem Lebensalltag war eben selbstverständlich, alles fest im Griff. Gestern hat mir ein Taxifahrer, der schon stundenlang auf Kundschaft gewartet hat und mit dem ich dann durch die gespenstisch menschenleeren Straßen Wiens gefahren bin, gesagt: Herr Pfarrer, jetzt ist nichts mehr so, wie es vorher war. Auf den Punkt gebracht. Doch vor wenigen Tagen war alles anders und alles hat sich tiefgreifend verändert, unser ganzes Leben. Und wir haben uns selbst auch verändert. Die Fastenzeit, das Zugehen auf das Osterfest spürt sich heuer ganz anders an als sonst. Wir haben uns ungeplant und unbeabsichtigt verändern müssen. Das stört, das irritiert, das macht unsicher. Wie wird das alles weitergehen? Zu Hause, in der eigenen Familie, im Freundeskreis, im Beruf, in unserem Leben? Und wie lange wird das dauern? Wie wird Ostern heuer sein? In diesen Fragen liegt ein tiefer Wunsch. Es braucht Perspektiven für einen Ausweg. Wir brauchen jetzt Zuversicht und ein Stück Geborgenheit bei allem, was uns jetzt fehlt. So eine Stimmung muss in der Wüste geherrscht haben, beim Auszug aus Ägypten. Das biblische Buch Exodus, aus dem wir heute einen Abschnitt gehört haben, kennt genau diese Erfahrung. Unerwartet und ganz plötzlich gerät das Leben für das Volk Israel einfach aus den Bahnen, aus der Ordnung. Das Leben selbst steht plötzlich ernsthaft in Gefahr. Das ist mehr, als sich vom normalen, alltäglichen Trott zu verabschieden. Das Volk dürstete nach Wasser und murrte gegen Mose.
Sie sagten, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt und mich, meine Söhne und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Mose ist mit dieser Situation völlig überfordert. Er merkt, weder die anderen noch er selbst haben diese Situation noch im Griff. Es brodelt im Volk. Alles wird in Frage gestellt. Es herrscht Ausnahmezustand. Was kann und soll er da noch tun? Wohin kann sich Mose mitten in der Wüste da noch wenden? Und so schreit er. Er spricht nicht. Er schreit in seiner Verzweiflung zu Gott und bekommt Antwort. Geh am Volk vorbei und nimm einige von den Ältesten Israels mit. Nimm auch den Stab in die Hand und geh. Siehe, dort drüben auf dem Felsen am Horeb werde ich vor dir stehen. Dann schlag an den Felsen, es wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Mose bleibt nicht allein, nicht fixiert auf die Probleme, nicht gefesselt von den Umständen, die er nicht ändern kann. Er bleibt nicht ohnmächtig im eigenen System hängen. Er öffnet sich und er lässt sich neu auf seinen Gott ein, den Gott Israels. Und er erfährt dabei, was es heißt, herausgeführt zu werden, gemeinsam unterwegs zu sein und die Krise so zu bestehen. Er wird frei, neu auf sich zu schauen und auf die anderen über sich hinauszuwachsen. Da gibt es einige Kollegen im Volk, die nimmt er mit, um die Quelle des Lebens zu suchen. Er lernt, Auswege werden nicht einfach gemacht, sondern sie werden einem gezeigt. Er wird an Lösungen beteiligt, die nicht allein von ihm zu machen sind. Die Quelle des Lebens und die Kostbarkeit des eigenen menschlichen Daseins werden ihm neu erschlossen. Mose erfährt, diese Quelle des Lebens liegt jenseits unserer menschlichen Möglichkeiten und Grenzen. Gerade war da noch eine völlig ausweglose Situation und die Sinnfrage, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Da beginnt sich plötzlich schon etwas positiv zu verändern. Da entsteht ein neues Miteinander. Es wächst die Hoffnung, die nicht zugrunde gehen lässt. Die felsenfeste Zuversicht, wir sind nicht uns selbst überlassen, wir sind nicht allein gelassen in der Wüste, wenn das Leben knapp und eng wird. Durch die Ausbreitung des Coronavirus und die damit notwendig gewordenen Maßnahmen wird uns noch viel genommen werden. Kaum etwas wird schnell wieder gewohnt und selbstverständlich sein. Das schärft den Blick, dass unser Leben kostbar ist und unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Es kann darin auch die Chance liegen, dass wir uns neu auf die Suche machen und Gott auf die Spur kommen. Von daher unsere bisherigen Prioritäten neu bewerten und ordnen. Jedenfalls entscheidet sich heuer ganz spürbar, wie für uns Ostern sein wird. Manches wird dabei ganz in der Verantwortung derer liegen, die den Dienst an den Kranken, die die politische Verantwortung in diesen schwierigen Tagen tragen. Aber vieles hängt auch von uns selbst ab und unserer Verantwortung. Nicht zuletzt wird unser Zugang zu den geistlichen Quellen darüber entscheiden, wie unser Weg durch die Wüste gelingt. So wie Mose inmitten der Wüste zu Gott geschrien hat und mit seiner Hilfe auch die Quelle des Lebens entdecken konnte,
So klopfen wir heute gemeinsam inständig an den Felsen, der unser letzter Halt ist. Wir bitten und flehen um das Wasser des Lebens, das nur Jesus Christus uns geben kann. Wasser, das in uns selbst zur Quelle wird, die Leben schenkt. Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Credo in unum Deum, credo in unum Deum. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Abgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche. Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Credo in unum Deum, credo in unum Deum. Gott, den Ursprung allen Lebens, bitten wir um seinen lebensspendenden Geist. Allen, die sich zu unmöglichen Zeiten auf den Weg machen, allen, die an Gott zweifeln, allen, die mit Gott jederzeit rechnen, allen, die zu Hause beten, allen, die über ihren Glauben reden und posten, ihnen, die sie gerade mit uns von zu Hause aus feiern. Schenke deinen Geist, guter Gott. Schenke deinen Geist, guter Gott. Allen, die langsamer leben, allen,
die jeden Schritt bewusst tun. Allen, die jeden Moment wirklich erleben. Schenke deinen Geist, guter Gott. Schenke deinen Geist, guter Gott. Allen, die nach gültigen Antworten suchen. Allen, die sich nicht leicht zufrieden geben. Allen, die um die Wahrheit ringen. Schenke deinen Geist, guter Gott. Schenke deinen Geist, guter Gott. Allen, die Unsicherheit und Angst in sich spüren. Allen, die erkrankt sind. Allen, die sich um Kranke kümmern und jenen, die nach Heilmitteln forschen. Schenke deinen Geist, guter Gott. Schenke deinen Geist, guter Gott. Du, Herr, bist in unserer Mitte, auch wenn unser Weg durch die Wüste führt. Dafür danken wir dir und preisen dich jetzt bis in Ewigkeit. Amen. Oh.
Lasst uns beten. Gott, unser Vater, du bist der Quell des Erbarmens und der Güte. Befreie uns durch dieses Opfer von unseren Sünden und schenke uns die Kraft, auch den Schwestern und Brüdern zu vergeben, wenn sie an uns schuldig geworden sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, Herr. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hatte der Samariterin schon die Gnade des Glaubens geschenkt, als er sie bat, ihm einen Trunk Wasser zu reichen. Nach ihrem Glauben dürstete ihn mehr als nach dem Wasser, denn er wollte im gläubigen Herzen das Feuer der göttlichen Liebe entzünden. Darum preisen dich deine Erlösten und vereinen sich mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob, denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern gemeinsam mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche, den Sonntag, als den Tag, an dem Christus von den Toten auferstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, er dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit unseren Namenspatronen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Christoph, die Bischöfe Alois und Egidius und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle Männer und Frauen, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und von uns allen, die wir versammelt sind. Und führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch uns, so wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Alles, was uns in diesen Tagen bewegt und beschäftigt, wollen wir jetzt in das Gebet Jesu hineinlegen und Gott unseren Vater nennen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gewähre Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir voll Vertrauen: Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, auf das, was uns verwirrt und bedrängt, sondern schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und uns allen nach deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Diesen Frieden des Herrn wünsche ich Ihnen nach Hause. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Thank you.
Lasst uns beten. Herr und Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gesättigt und uns in dieser Speise ein Unterpfand dessen gegeben, was unseren Augen noch verborgen ist. Lass in unserem Leben sichtbar werden, was wir im Sakrament empfangen haben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Jedes Wort, das wir uns in diesen Tagen zusagen, jedes gute Wort hat doppeltes Gewicht. Gutes Sagen, benedizere, das heißt und bedeutet segnen. Lassen wir uns jetzt am Schluss dieser Feierstunde Gutes von Gott her noch einmal zusagen im Segen, damit der Weg durch diese Tage und durch diese Zeit, die so schwer ist, ein guter Weg sei. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, segne und behüte euch und alle eure Lieben, der allmächtige und treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.